Hey, raus aus meinem Haus! Alter Sack! Hier sind Bücher über Astrologie und magische Geister. Hm. Okay, der ist nicht so nett zu uns. Hm, ja, die Stadt ist weg. Schade. Hätte es zu gern wieder aufgebaut gesehen. Bam. Tschüss. Oh, gleich sind wir da. Und da ist es. Bam. Und tschüss. Wieder ein paar weniger. Für uns mehr EP. Sonic braucht nur noch 54 EP zum nächsten Level ab. Wunderbar. Ich wollte speichern. Aber ich schon lange. What the fuck? 2 Stunden, ey. Ich werd bekloppt. Na, hallo. Das ist der größte Hafen der Welt. Weil hier Schiffe aus der ganzen Welt herkommen, hat Venezia eine kunterbunte Bevölkerung. Die Stadthalle. Sie spielt echt super Klavier. Oh ja. Das gefällt mir. Ich übe, bitte lass mich allein. Ah, das Klavier wird leiser. Das ist doch schön. Die Wirtschaft hier stagniert. Das ist alles nur Daos Schuld. Hab ich dir das schon erzählt? Vielleicht in der Vergangenheit? Okay, ist nichts Interessantes. Tschüssi. Da, dem Geklimper ich echt nicht mehr zu. Erstmal ins Inn. Nur 35 Gold pro Nacht. Gerne. Süße Träume wünsche ich euch. Sonst noch jemand hier? Nö. Hier ist nichts mehr. Hier rüber. Es gibt eine Insel, die komplett in Dunkelheit gehüllt ist. Daos hat da seine Hände im Spiel. Jedes Mal, wenn ich mein Spiegelbild im Kanal sehe, bin ich geschockt, wie verdammt gut ich doch aussehe. Da ist aber jemand ein kleines bisschen eingebildet. Wow, hier ist ja ganz schön leer. Seid ihr Touristen? Wir sind hier fast bankrott. Sogar das Büro steht noch zum Verkauf. Wieso bankrott? Also ich habe leider nicht mehr alle wirtschaftlichen Begriffe im Kopf. Stand hier nicht mal so ein Bürgermeistertyp oder sowas in der Art? Tja. Die sind alle weg. Der Dirt ist wirklich bankrott. Hier ist niemand mehr. Niemand mehr, mit dem ich quatschen kann. Naja. Shit happens. Ist das Essen noch nicht fertig? Ich sterbe vor Hunger. Ey, ihr müsst eine Hexe sein. Habt ihr ein paar Interesse an ein paar Zauberbüchern? Also billiger als 200 Geld gebe ich nichts weg. Möchtest du haben? Klar, Reika lernte Blitz. Noch ein paar kleine Zauber, die können echt nicht schaden. Und dann Sturm. Hinterhergeschmissen ist das. Reika lernte Sturm. Danke.
Was hat Reika doch Schönes gelernt? Ach, du Schwert blitz, wie süß. Wo ist der Sturm? Da. Wirbelt den Gegnern Unrat entgegen. Wie niedlich. Selbst wenn ihr 200 Jahre lernen würdet, würdet ihr dieses Rezept nicht hinkriegen. Ich bin ein Halbelf. Ich habe die Zeit, es rauszufinden. Lass mich mal überlegen. Du kommst mir bekannt vor. Haben wir uns nicht schon mal getroffen? Hm, Halbelfen haben also auch so ein schönes langes Leben. Nice, 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 nice. Ich höre, dass Steven Valdetriant eine Bande von Spionen und Mördern lebt. Hat jemand was Falsches erzählt? Weg, du Taube, weg. Mensch. Geh und scheiß ein Auto voll. Ach, sorry, Autos sind ja noch nicht erfunden. Albanista und Ymir sind berühmt für ihre Krieger und Magier. Ymir gibt es auch noch? Ja, wie sieht mein... Brauche ich noch nicht aufzufüllen. Kommt ruhig rein. Seegras kaufen wir auf jeden Fall. Danke. Das ist ein Geheimnis. Rechts oben, unten links, unten, unten rechts Attacke. Warte, was? Rechts oben, unten links, unten rechts Attacke. Ach du Scheiße, ey. Zack. Zack, zack. Oh Gott, ey. Aber sag's nicht weiter, okay? Muss man mal einkaufen gehen. Scheiße, wie viele Techniken muss ich mir merken, ey? Ach, da oben ist der Bootstyp. Wieder mal sehen, ob es vielleicht neue Waffen gibt. Bezweifle ich aber stark. Goldenen Faden kostet 40 Gold. Ey, wohin möchtet ihr? Waffenladen. Ach ja. Na, wären wir. Kommt hierhin zurück, wenn ihr gehen möchtet. Willkommen, tretet näher. Attacke 500. Warte, den Amaskus habe ich. 350. Bleibe 210, 424. 424. 220. 500. Harter Kleber, Axt. Bleh, geil. Aber Hiebe sind nicht so stark. Ich brauche eher was Ausgeglichenes. 50, 210. Vielleicht das Sinclair. Nee, ich behalte das Damaskus. Danke. Kennt ihr irgendwelche Elfen? Ja. Kennt ihr irgendwelche Halbelfen? Ja. Echt? Ja. Das ist Abzocke ohne Ende. Für die paar Meter muss ich 50 Gold bezahlen. Nee, egal. Ich kann es mir leisten. Diese Stadt hat einige tolle Importe. Diese Poster haben eine interessante Geschichte. Auf der Welt gibt es drei legendäre Waffen. Der Diamantring des Thor, das Volpa-Schwert des Fenrir und das Flammenberg des Odins. Seid willkommen. Mithrilstoff, Mithrilpanzer, na endlich. Mithrilhandschuh, Ritterhelm habe ich. Endlich neue Rüstungen. So. So, das hätten wir. Gucken wir mal, was wir verkaufen können. Ach so, das muss ich noch Reika ausrüsten.
Egal, verkaufen wir ein andermal. Ein bisschen mehr Verteidigung kann dem Mädel ja nicht schaden. So. Gehen wir wieder raus. Fahren wir zum nördlichen Ende. Also da, wo wir waren. Danke. Ja, ja. Vor vielen Jahren lebte ein Piratenchef namens Eiflite, der die Weltmeere beherrschte, bis er von Midgard getötet wurde. Hier ist kein Captain. Ich muss den ganzen Dreck hier wegmachen. Du armes Schwein. Das ist mein Beileid. Ah, los, ich will ins Schiff. Aufgrund der anhaltenden Angriffe ist der Hafen Denizias bis auf weiteres gesperrt. Okay. Sprich, wir kommen ja momentan nicht weg. Müssen wir hier runter, da. Das ist nix hier lang. Eiflite, der Anführer der Piraten, ist in einer großen Seeschlacht gefallen. Möge er in Frieden ruhen. Ich mache heute mal blau. Das bett sich deine Eltern. So, hast du was Schönes? Apfelbonbon haben wir. Nee, haben wir nicht. Habe ich ja alle verballert und es hat überhaupt nicht gereicht. Kaufen wir. Ich habe es im letzten Kampf wirklich vermisst. Danke, Mann. Bitte, Frau. So, haben wir da unten noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Nein. Nö. Nein. Also hier lang. Oh, da seid ihr ja. Es gibt ein kleines Problem. Die Schiffe können den Hafen nicht verlassen. Da aus Marina attackiert jedes Schiff, das versucht, den Hafen zu verlassen. Es muss auch einen anderen Weg nach Alvanessa geben. Ich habe deine Idee. Wart ihr zufällig in Olsted auf dem Weg hierher? Es gibt dort ein Forschungszentrum. Was denn für ein Forschungszentrum? Wenn der Seeweg blockiert ist, müssen wir halt den Weg durch die Lüfte nehmen. Du meinst nach Alvanessa fliegen? Ich werde es euch erklären, wenn wir in Olsted sind. Oh ja, wir müssen nicht latschen. Ja, yeah, eine ganze Armee steht da. Das ist das Forschungszentrum. Da war ich schon. Ich bin ein Abgesandter von Alvanista. Ich muss dringend mit Dr. Livingstone sprechen. Tut mir leid, ohne den richtigen Ausweis werdet ihr hier nicht hineinkommen. Schauen Sie sich das hier mal an. Ich bin Abgesandter und überbringe Nachrichten von Alvanistas König. So, so, Alvanistas König, hm? Tja, das sieht aus wie Alvanistas Siegel. Und die Unterschrift scheint auch echt zu sein. Was machen wir jetzt? Lasst sie passieren. In Ordnung, bitte tretet ein. Aber geht doch. Warum nicht gleich so? Das ist Dr. Stanley Livingstone, Chefentwickler all unserer geheimen Projekte. Was sind denn das für Erfindungen? Oh ja, lass mich das mal erklären. Diese Maschinen habe ich höchstpersönlich entwickelt. Ich nenne sie Airbirds. Sie können in der Luft fliegen. Ich brauche nur noch ein Teil für sie. Wenn ihr mir dieses Teil bringt, kann ich euch die Prototypen ausleihen. Kostenlos, selbstverständlich. Harrison sagte mir, dass ihr nach Alvanista wollt. Diese Airbirds können nur leider nicht so weit fliegen. Es muss noch einen Weg geben, ihre Reichweite zu vergrößern. Naja, ich habe da eine Idee. Wir würden besorgen, was immer sie auch brauchen würden. Volt, der magische Geist der Elektrizität, könnte die Airbirds garantiert dahingehend magnetisieren, dass sie sogar weiter als Alvanista kommen. Leider kenne ich nur niemanden, der Volt beschwören könnte. Ich habe die Fähigkeit, mit Volt zu kommunizieren. Was? Wie bitte? Kann Volt...